Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Titan Quest Eternal Empires. Wir kommen, wir sind jetzt Stufe 15 und sind nun, ja, eigentlich schon ziemlich weit in Akt 1. Ich habe eben noch ein bisschen Items gesucht. Man sieht das Todeswebebeinstoß und noch ein Runenstamm mit Aufladezeit minus 8%. Jo, noch ein paar mehr Essenzen, okay. Jo. Sonst, ja, Dornwand haben wir, glaube ich, gemeinsam gefunden. Sonst habe ich einfach diesen Terrakotta-General jetzt freigespielt. Da haben wir jetzt auch noch drei übrig. Weil die zweite Fähigkeit dann passiert, wenn er stirbt, machen wir da mal nur 3 Punkte rein. Er stirbt ab und zu, der Terrakotta-Krieger. Das war jetzt. Wo es weitergeht, bis ein stärkere Gegner kommen. Jo. Wir machen hier auch noch ein bisschen in Stärke nur, weil Stärke bringt uns auch mehr Lebensenergie, mehr Rüstung, glaube ich. Und ja, wir können auch defensivere Items tragen, weil so Roben und so. Ich weiß es nicht, wenn es wirklich gute Rüstungen gibt mit ja, Minion-Eigenschaften, sondern nehmen wir die natürlich und deshalb ein bisschen mehr Stärke. Und ich weiß es gar nicht, ob jetzt Minions auch eher von Intelligenz oder von Stärke profitieren, aber ich glaube eher je Dein nachdem, wie Gepäck sie ist voll. angreifen. Und sie greifen ja im Nahkampf an, also sollte eigentlich Stärke doch ein bisschen mehr machen. Also jetzt ein bisschen mehr in Stärke. Ich finde irgendwie ist es gut, wenn wir Stärke und Intelligenz gleich und Geschicklichkeit ein bisschen weniger ja, machen. Jo, und ich habe jetzt erstmal diesen Nvidia Verbesserungsmodus eingeschaltet. Ich mache mal Alt 7 oder F7. Weiß ich gar nicht mehr, wie der ging. Alt 7, doch Alt 7. GeForce Experience, das seht ihr auch, okay. Hier auf Leistung und dann könnt ihr hier Tuning-Typ automatisch Auto-Tuning aktivieren. Wenn ich das jetzt mache, ändert sich aber nichts. Ich habe es nämlich jetzt gerade scheinbar wieder ausgemacht. Weil ich habe es gestartet, dann war Vollbildmodus, da ging ja auch dann Open Broadcaster Software nicht. Und es war auf 4K. Und das ist scheinbar jetzt nicht mehr. Beim nächsten Start hoffe ich auch nicht. Sonst, ja, ich habe es jetzt einfach deaktiviert. Und ja, jetzt habe ich es wieder angemacht. Aber man sieht, es hat sich jetzt nichts geändert. Beim nächsten Neustart hoffentlich wird es nicht mehr wieder automatisch anpassen. Weil ich will das nicht haben. Ich will einfach die schönere Grafik haben. Von diesem, ja, Rechtsklick auf das Symbol auf dem Desktop. Und danach, Nvidia Systemsteuerung und Grafikoptionen, Grafikeinstellungen und dort dann den Stärkeskalierung und so auf Maximum machen. Aber da habe ich auch automatische Anwendung, also sollte eigentlich jedem Spiel dann einfach die optimale Grafik ohne zu laggen ausüben. Und das macht es bei Titan Quest. Also mir scheint auch ein bisschen die Texturen sind wieder ein bisschen besser geworden. Zum Beispiel bei Minecraft sieht man es sehr gut, das ist mir fast zu scharf in Minecraft jetzt, weil Minecraft ja nicht so bekannt ist für seine Grafikanforderungen. Und ja, da hat es natürlich extremst in die Höhe geschraubt, die Schärfe. Noch mehr kannst du nicht halten. Ja, ist gut, dann gehen wir kurz mal verkaufen, ins Lager schicken. Ah, liebes Spiel, ich will ein größeres Inventar. Naja. Ist natürlich klar, die Spiele geizen so extremst Ah, mit noch diesen ein Reisender, Spielchen. damit Ja, Sachen, die wir haben verstaut nicht werden genug wollen. Platz hier. Ja. Die Sachen, die brauche ich für einen anderen Weg, dann die muss ich aufbewahren. Ja. Ja, ihr kennt mich, ich sammle sehr gerne alles für andere Builds und so weiter. Übergabebereich. Epischen und anderen Sachen. Nehmen wir den noch rüber. Gute Reise. Ah, genau, und Lager zwar die. tief und breit, wie die Dichter sagen. Jetzt muss ich nur wissen, wie das geht.
Stück und Rechtsklick. Sehr außergewöhnlich. Und sie sind Klick wo? Stück und Linksklick oder Umschalt und Linksklick. Das ist in jedem Game anders. Agner. Der Händler noch. Schilde, Tränke, kaufen. Beinschienen, Bögen, Helme aller Sorten. Aszenbild. Oh, kann ich dir helfen? Sachen brauchen wir nicht. Inventarschalen machen wir auch nicht. No. Schauen wir noch kurz. Ich habe auch keine dann. Ringe. Eigentlich hat er mit der Magiehändler Ringe, oder? Oh, coole Statue. Ich verkaufe an die Weisen und so. Mächtigen. Bist du sicher, dass du hier einkaufst? Es gibt übrigens, habt ihr sicher schon gesehen, überall als Obsidian. Das ist wahrscheinlich einer der Götter gewesen. Oder die Titan. Aber ja, genau weiß man es nicht. Es wird nicht erzählt. Diese Obsidian-Sachen hängen dann an. Okay. Na, komm schon. Ist natürlich besser als ja, Lebenskraftschaden. Okay, gut, da haben wir auch so viel Geld. Einfach ein paar Mal laufen, nicht immer durchrasen. Oder immer ich bei meinem Let's Play einfach dann zwischendurch nochmal so ein bisschen okay, machen. Okay, Wiedersehen. Weil, ja, ich habe manchmal einfach während der Aufnahmen ein bisschen Zeit, will ich ein Spiel auch spielen. Und dann kann ich am besten farmen. Dann muss ich nicht mal so motivierend spielen, sondern eher so, ja, einfach farmen oder so, das motiviert mich trotzdem. Also ich habe im Let's Play manchmal doch ein bisschen Langeweile, weil ich manchmal am Reden bin und das mir auch ein bisschen, ja, ich will einfach etwas machen neben dem Reden, oder? Ich rede halt auch gerne. Und das merkt man manchmal, ist es mir ein bisschen langweiliger, als wenn ich nur zwischendurch spiele und dann kann ich echt gut grinden. Also es ist eigentlich alles optimal bei mir, außer dass ich eben als stresskrank bin, einfach manchmal ein bisschen zu viel Stress habe beim Spielen. Und deshalb nicht gerne so, ich weiß nicht, Autorennspiele sind mir jetzt momentan am stressigsten. Und zum Beispiel, also Forza Horizon, sonst hätte ich das schon lange Let's Played. Kann ich echt mal machen, wenn ich mehr Zeit wieder habe. Weil ich mache einfach viel zu viel Sport noch. Muss es machen für meine Gesundheit. Und da habe ich immer so das Gefühl, ja, ich würde jetzt lieber mal nicht so Titan Quest oder so spielen. Weil das Spiel ist echt taktisch. Also ich merke jetzt, da muss man schon den Gegner ausweichen, wie diesen Blutsaugern vorher. Die haben mir ja schon sehr viel Lebensenergie abgesaugt. Ja gut. Okay, ein Frostschrein. Also das Spiel kann manchmal schon ein bisschen sagen, ja, ja, da musst du ein bisschen besser aufpassen. Und wenn man halt so gestresst ist, dann man unkonzentriert und hat dann manchmal einfach nicht so den Blick auf den Gegner, der angreift. Das ist natürlich schon manchmal ein bisschen frustrierend. Und das heißt also auch, ja, ich kann jetzt nicht immer auch Livestreamen noch nebenbei. Es ist wirklich schön, dass ihr wirklich mir helft, ein bisschen zuschaut. Aber ja, es kommt halt noch ein bisschen zu wenig, um mich jetzt wirklich auf das Let's Play und Livestream zu konzentrieren. Hier ist immer eine Höhle, da gibt es einen Unique-Gegner drin, der manchmal ein episches Item trägt. Vielleicht auch ein grünes Item. Also ihr habt ja vorher diese Todesweb-Beinstöße gesehen, diesen hellgrün. Und hellgrüne sind Monster-Rares, also ja, seltene Gegenstände, die von Monster droppen werden. Ich glaube, die heißen Mi oder Mai oder so. Und dann gibt es ja noch die dunkelgrünen, also ein bisschen dunkler grünen. Und das sind einfach Items, die selten sind. Die selten droppt. Genau, hier ist dieser Daxil von Finsterstachel. Der droppt scheinbar manchmal echt oft ein episches Item, habe ich schon gesehen. Aber eher ein Mods. Okay, jetzt auch wieder ein Rare. Kein Monster-Rare. Der hat viel Widerstand. Der ist eigentlich ziemlich gut. Wenn wir nicht einen... Ja, die Zaubergeschwindigkeit brauchen wir eigentlich nicht. Also Durchschlagschaden, Widerstand. Energieentzugswiderstand. Lähmungswiderstand ist natürlich schon wichtig.
Aber was soll ich denn sagen? Ich möchte lieber irgendwie etwas mit Regeneration wieder nehmen. Weil die Lebensregeneration ist in Titan Quest am Anfang noch nicht so stark. Also ich finde, Lebensregeneration ist anfangs sehr stark. Ja, bis man es dann einfach nicht mehr braucht, weil man auch gute Resistenzen hat oder viel Leben hat. Und dann die Regeneration natürlich wieder schwächer wird. Je mehr Leben ihr habt, desto weniger schnell bringt ihr jetzt natürlich auch wieder. Okay, in diesem Spiel ist es ja eigentlich fest. 2.0 Regeneration. Also das ist eigentlich immer gleich. Ja, nein, nicht immer gleich. Je mehr Lebensenergie ihr habt, desto langsamer wird es auch voll. Ja, ist klar, okay. So Lebens, also so prozentuelle Lebensregeneration wäre natürlich besser. Aber das richtige Coole ist einfach, ich werde so mitgerissen von den Spielen. Also die Story hat bei mir eine viel bessere Wirkung durch die, ja, einfach bessere Auffassungsgabe. Die Ablenkung dann vom Spielfluss oder vom Spielgeschehen ist natürlich dann die Konzentration, die bessere Konzentration bei Story-technischen oder so Item-Sachen oder so. Ich bin immer so ein bisschen fokussiert auf die Sachen, die droppen. Und dann kann ich meistens nicht so gut ausweichen, vor allem die sind mega schnell. Okay, und die haben auch besiegt. Eieiei, die Gegner werden stark langsam. Ja, ich muss auch die Wölfe noch modden. Da geht ja momentan nicht so schnell viel. Da muss ich noch ein paar Punkte reinstecken, genau. Hier in den Ding. Und zerfleischen ist, glaube ich, gar nicht so gut. 6% Reduzierung, doch, ist schon sehr stark. Aber ich glaube, den setzen sie nicht oft ein. Sie haben wenig Mana. Ja, sie haben nur 90 Energie und der kostet 24, genau. Das war's. Aber hier, ja, der letzte Mod. Genau. Der letzte Mod ist eigentlich sehr gut, aber die Wölfe brauchen mehr Energie. Wir werden wahrscheinlich in späteren Akten dann mehr Energie haben. Gut, die Hälfte haben wir wieder. So, ah, okay, ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Genau, bei diesem Händler. Ja, er ist auch ein Satyr, aber ein netter Satyr. So. Der hat aber nicht immer so gute Items. Also so ein Zwischenhändler, der jetzt so als normaler Karawanenhändler fungiert. Und ist echt so, also. Also blöde Geräusche beim Anklicken macht er, hat jetzt nicht so viel so. Genau, warum für Magier nicht? Ja, egal. Wir laufen einfach weiter. So. Ah, okay, okay, jetzt kommen stärkere Satyren. Was heißt eigentlich Satyr? Das klingt wie Satire. Aber also es ist einfach, ja, das, was die sind, also Ziegenmenschen. Wahrscheinlich auf Altgriechisch oder so. Lateinisch. Ja, Altgriechisch, also Lateinisch war ja dann eher bei den Römern, oder? Seit wann gibt es Lateinisch? Alexander der Große. Lateinisch geredet. Also ich kenne jetzt eher die Römer, die Lateinisch geredet haben, als die Griechen oder Mazedonien. Mazedonier? Ja, keine Ahnung. Jo. Okay, sind aber nicht so stark wie die, wie heißen sie schon hier? Zentauren, genau. Mit ihren Banner. Ja, ich wollte ja einen Kriegskunst-Sturmkrieger machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich zwei Molnir überhaupt finden werde. Ich werde eventuell doch einen Defense, also
Ja, so Defensiv-Typen und Sturm nehmen. Da ja Sturm jetzt auch nicht bekannt ist für seine defensiven Sachen. Und deshalb, jo. Ich werde ihn einfach jetzt mal anfangen, wenn ich mal mehr Zeit finde. Und dann eigentlich auf gleichem Level wie diesen Let's Play-Charakter halten. Und dann irgendwann, wenn ich Mjolnir habe, dann zeige ich ihn euch. Aber Mjolnir droppt nur in Legendary, glaube ich. Ich glaube kaum, dass der schon in Episch oder vorher droppen kann. Und Mjolnir werde ich dann auch vielleicht sogar noch in einem Mod dann, wenn er upgraded ist, zeigen. Und der Mod, der werde ich dann einfach immer wieder spielen im Let's Play, im Livestream. Shadow Champions heißt er. Und ist jetzt noch nicht upgraded worden. Also das Add-on ist noch nicht drin. Ich will es dann erst wieder weiterspielen oder erst wieder beginnen, wenn ich, wenn das jetzt auch mit dem Add-on zusammen ist und vielleicht neue Features bietet. Momentan ist der Mod schon recht hart. Also unfair ein bisschen. Jo. Wir laufen jetzt gerade ein bisschen durch das Gebiet hier. So von ein paar Gegner. Weil die könnten auch noch gut ja, droppen, Erfahrung bringen. Sehen wir ein bisschen mehr, beziehungsweise alle. Damit wir auch gut weiterkommen. Sonst hängen wir irgendwann mal fest, weil die Minions immer wieder sterben oder so. Ist jetzt auch nicht gerade so gut. Und ja, ihr habt ja gesehen, diesen großen Zentauren, nein, Cerberus, der in groß, ganz groß, er wurde gebufft. Er ist jetzt im Steam-Forum auch geschrieben und gezeigt, ein Screenshot. Und ja, ist ziemlich böse. Okay, Schatzkiste fliegt ein bisschen. Nice. Ja, diese, wie heißen die? Lebensfresser, die sind schon recht stark. Und die, genau, ein Dot, der Lebens absaugt gleichzeitig. Schon nicht gerade so gemütlich. Aber hart. Nein, also man sieht es ja, er kann das nicht immer einsetzen, aber setzt es halt immer sofort ein und dann man immer wieder, ja, wenn man noch geslowt wird und so, man hat dann Probleme mit dem Peak. Na gut. Hat er nicht. Und ja, so langsam echt mag ich das Spiel mega, also. Es wurde jetzt auch wieder das Modding verbessert. Eventuell mache ich hier auch mal ein bisschen Mod, aber ich modde ja schon Skyrim und da bin ich schon recht weit und will natürlich auch weiterkommen. Momentan liegt die Konzentration echt nicht drauf, aber wer Lust hat, mal modden zu lernen oder auch weiter zu modden, wenn ihr schon moddet, dann dürft ihr das gerne mir schreiben. Ich kenne ein paar Sachen, die man wirklich gut einbauen kann. Jo. Vielleicht werde ich auch ein bisschen mehr Titan Quest dann anfangen, also auf Titan Quest konzentrieren, bis ich besser modden kann bei Skyrim Anniversary oder ja, Legendary Version Edition. Und ja, du bist kein Monster. Werde nur selbst streamen, wie ich modde. Du hättest die sehen sollen. Ein ganzes Heer von Monstern. Aber genau weiß ich das noch nicht, dass ich ganz jetzt auch nicht sagen. Wohin? Nur wenige sind noch hier. Und die schlimmsten von ihnen. Sie lungern in einer Höhle im Herzen des Lagers herum. Was auch immer du tust, bleib dort weg. Sie werden dich in Stein verwandeln. Ich habe gesehen, wie sie so etwas machen. Da haben wir keine Angst. Auf jeden Fall können wir das wahrscheinlich nur, wenn wir Lowlife sind. Wir gehen rein und töten sie. Jemand muss doch diese Bestien töten, diese Schlangenmenschen. Ja, und eine ist Medusa. Und die kennt ihr sicher. Rump von Herkules, der Serie früher. War richtig cool.
Aber es war fast ein bisschen zu wenig Meduse. Es kam nur in einer Folge, glaube ich, vor. Aber gefehlt vor allem der Schauspieler so sehr. Und auch die andere da. Ja, hieß die andere. Xena, glaube ich. Die gefiel mir irgendwie auch. Das war so eine richtig flotte, kämpferische Frau. Mit einem großen Mundwerk. Ja, okay, nicht so viel geredet, aber sehr rau geredet, sehr. Schon fast wütend geredet. Genau. Ja, ich hatte sehr viele Serien früher geschaut, weil ich nichts anderes durfte als Fernsehen schauen. Ich durfte nicht gamen, ich durfte nicht irgendwie andere Medien. Handys gab es ja damals gar noch nicht, in den 90ern. Und ja, ich durfte nur am Wochenende dann gamen und ich war so faszinierender Zocker. Ich war auch relativ ein guter Zocker damals. Ich hatte mehrere Spiele sehr schnell durchgespielt und so, also Speedruns gemacht. Zum Beispiel habe ich geschafft, The Legend of Zelda in einer Rekordzeit durchzuspielen. Das war damals nicht bekannt, dass zum Beispiel Japaner oder Chinesen oder Amerikaner noch schneller waren. Das war ziemlich flott, also ohne irgendwelche Tricks. Heutzutage sieht man ja diese Speedruns eigentlich immer ständig mit diesen Exploits, Wallhacks und so Sachen. Und ich habe es natürlich ganz so durchgespielt, wie es nur ging. Der Hulihan-Room wurde ja auch noch nicht damals entdeckt. Aber ich habe ein paar Easter Eggs gefunden, die erst jetzt eigentlich relativ neu wieder im Internet zu finden sind. Also, ja. Okay, sehr gut. Dann haben wir mal ab. Da gibt es starke Gegner herum. Also die Sternengegner, die können manchmal schon echt verdammt viel Schaden machen, gerade mit den Minions. Das ist ja Wahnsinn, wie die Minions gerade gestorben sind. Glorious Todeslöwe, ja, der tönt nach Tod. Aber keine Mana mehr. So. Ruckgamaschen. Das ist ein besserer, aber weniger Laufgeschwindigkeit. Ist cool, dass jetzt 20 existieren. Ich glaube, es ging nur bis 15 in den Low-Level-Levels. Und jetzt geht es scheinbar bis 20 oder 30 sogar. Das ist cool. Also, es wurden ein paar Sachen schon verbessert im ersten Akt. Ja, die anderen haben eben schon den 5., 6. Akt und so Sachen durchgespielt. Also, ja. Das sind, glaube ich, 4 Add-ons. Also einfach die neuen Akte schon durchgespielt und so. Und bei mir seht ihr halt noch nicht die neuen Akte. Aber gut, ich spiele nicht gerne einfach vorgefertigte Charaktere. Das macht mir nicht Spaß. Und wenn ihr eben unbedingt die Story anschauen wollt und so, schaut bei denen und schaut dann einfach bei mir noch bisschen vorbei, bitte. Weil eben, ich bin halt ein bisschen langsamer, aber ich mag dieses kommerzielle Zeugs nicht. Ich spiele nicht nur die 5. Akte in Legendary, ich spiele die ganzen Spiele nochmals durch. Habt ihr jetzt in letzter Zeit schon ein Let's Play oder ein Live gesehen, wo das Spiel komplett, einfach ein Spiel komplett durchgeschaut, gespielt wurde? Das gibt's kaum noch. Dabei, ich brauche das einfach, ich muss das ganze Spiel sehen. Und wenn immer nur ja, die Story oder so gezeigt wird, dann ist es für mich zu langweilig. Ich bin ja eben einer, der überhaupt keine Werbung machen muss und das wird euch auch erfreuen. Ja, dürft ihr mir gerne ein bisschen unterstützen für das Vorhaben, weil ich bekomme keine Unterstützung, weil ihr halt die Werbung nicht bekommt und dadurch ich ja kein Geld verdiene. Ich kann also gar nicht jetzt unbedingt so viel schnell neue Spiele kaufen und so weiter. Oder ja,
auch für bessere Qualität sorgen. Also, da brauche ich leider euch dafür. Aber alles ist freiwillig, ich zwinge euch nicht. Ihr dürft, ihr könnt's, aber müsst es nicht mehr. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen vorwärts. Ja, müssen ein bisschen vorwärts machen. Die Nebengebiete werde ich jetzt nicht mehr so komplett machen. Aber dieses Gebiet war noch cool zu machen. Ja. Die Ratten droppen leider nicht so gut wie hier. Müssen jetzt nicht so weit noch rechts gehen. Ja, es ist leider so, also nicht jedes Gebiet wird euch sehr viel zum Droppen geben. Mann, tun wir einfach die ganze Zeit Gegner vor die Nase halten, diese Beschwörungen. Die einfach zu aggressiv sind. Ich hab doch gedrückt. Okay. Knapp noch nicht, okay. Also, nochmal Stärke, nochmals Intelligenz. Ja, dann machen wir hier dieses Gebiet kurz fertig. Gehen wir noch hier nach oben. Ich finde das doof, dass sie so viele Sichtweite haben. Sie sollten vielleicht so 10 Meter Sichtweite haben, sonst nicht mehr. Weil die anderen sind weniger aggressiv. Also wenn man jetzt hier auf Defensiv steht oder auf Normal, dann greifen sie gar keine Gegner an, dann müsst ihr immer den Erstschlag machen und so. Das ist nicht gerade so toll. Deshalb diesen Modus, aber der ist zu aggressiv. Okay. Jetzt könnte es schwer werden. Wir werden hier mal ein Safe-Portal machen. Eichel. Jetzt kommen die drei Gorgonen. Eine ist die Medusa. Ja, Medusa. Sirenio. Genau. Wir gehen einfach auf den ersten. Genau die in der Mitte, die da. Svenno ist mit dem Charge-Angriff am schwierigsten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Kann nicht die ganze Zeit erreichen. Okay, ich trinke keinen. So. Und Medusa. Die letzte, die eine der stärksten. Aber sie haben mit Bogen jetzt nicht so eine Durchschlagskraft. So, jetzt wunderbar. Waren doch nicht so schwer in den Mods, sind die immer sehr, sehr schwer. Okay. Plus 11% Rüstungsschutz, aber Geschicklichkeit. Ja, gut. Dennoch, ich will den. Also wir bräuchten mehr Geschicklichkeit für so Geschicklichkeits-Items. Lohnt sich nicht zu stetten. Oh, da ist eine Frau. Feian, okay. Ja, keine guten Items. Lohnt sich hier zu farmen? Ich werde mal hier ein bisschen farmen. Ich kann nicht nach glauben, dem dass die Gorgonen mich ausgetrickst haben. Schauen, ob ich werde diesen Fehler kein zweites Mal begehen. Hast du von dem Telkine gehört? Er ist ein großer Zauberer, der Bestien und Monster beschwören kann, damit sie rauben und zerstören. Mein Dorf wurde von diesem fürchterlichen Telkine angegriffen. Alle wurden getötet, außer mir. Ich habe ihn vom fernen Osten bis hierher verfolgt. Ich hätte mich ja auch schon gerecht, wenn diese Gorgonen mich nicht fast in Stein verwandelt hätten. Er marschiert mit seinem Heer jetzt nach Athen. Inzwischen wird die Stadt wohl schon belagert sein. Wenn du diesen Telkine sehen möchtest, dann solltest du ihn besser vor mir finden, denn ich werde mich rächen. Okay. Ja, eine Asiatin, die gerade hingekommen ist, um zu jagen, scheinbar. Telkine, okay. Das scheinen die Bosse zu sein. Vielen Dank, aber wir müssen uns verabschieden. Ich habe Dinge zu erledigen. So, also gehen wir weiter.
das geht ja. Gut, dass das zu hören ist, wenn er das droppt. Sonst wäre ich jetzt schon weitergelaufen. Jetzt mal hier rechts herum. Nicht die anlocken. Perspektive, ich nehme mir lieber ein bisschen schräg, weil nicht so extrem rauszoomen. Aber die Übersicht ist natürlich ganz rausgezoomt am besten, aber sie ist zu steil. So, ich habe übrigens gehört, dass Diablo 2 Redemption einen neuen Patch bekommt, 2.4 glaube ich heißt er. Und er vieles Neues reinbringt, das ich eigentlich gerne... Ding. Eventuell werde ich das auch mal vielleicht streamen eher. Kein Let's Play draus machen, sondern ja, im Stream durchspielen, weil die Letter vielleicht auch bald beginnt. So Februar wahrscheinlich oder so beginnt dann die Letter. Freue ich mich riesig drauf. Ich werde auf jeden Fall das dann mal streamen. Jetzt eben momentan habe ich halt ja noch starke Kopfschmerzen am Abend manchmal. Da muss ich einfach schauen, wenn ich streamen kann. Vielleicht morgen würde ich sehr gerne streamen. Auf jeden Fall warte ich halt für die Streams noch auf ein paar Features, neue Features in anderen Games, die ich streamen kann. Also im Last Epoch geht ja nicht zum Streamen, da hat OBS irgendwelche Performance-Probleme. Und ja, eigentlich Minecraft oder so auch nicht unbedingt in dem Stress. Wird ja auch GTA Online streamen, aber habe ja auch zu viel Stress bei GTA Online bzw. Roleplay. Und deshalb weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich jetzt viel streamen kann oder nicht. Das ist jetzt momentan eher nicht so. Bleibt ein bisschen in den Sternen. Ja, es wird schon sehr bald gehen, denke ich mal. Aber momentan lieber noch nicht so viel streamen. Genau. Also vor allem Skyrim halt, Rundspiel ist schon etwas, was mich ein bisschen sehr beansprucht. Mein Stress, meine Nerven und so. Aber es ist mein Hauptprojekt, also ich spiele es einfach am liebsten. Und da jetzt auch noch zu modden, das fällt mir einfach momentan ein bisschen zu schwer. Ich meine einfach, ich kann einfach so die Gedanken manchmal nicht so kontrollieren, beziehungsweise einfach rausholen. Erinnerungen oder so. Es fällt mir einfach ein bisschen zu schwer, viel nachzudenken, vor allem vor dem Part, vor dem Livestream muss ich natürlich viel nachdenken. Was soll ich reden? Was soll ich genau spielen? Wie soll ich spielen? Eben als Rollenspiel, als Speedrunner, als Story-Vorleser und so ist halt auch relativ viel Konzentration nötig. Und deshalb, der steht jetzt auf die. Echt komisch. Ist jetzt nicht gerade so gut gemacht, so ein squishy Sammeln. Ja, der falsche wurde neu geholt. Jetzt geht's glaube ich hier unten durch. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist sehr gut. Also in den Höhen war sie ja ein bisschen zu langsam und jetzt ist sie relativ schnell in den Höhen auch. Es ist wahrscheinlich performance-technisch, dass das Spiel einfach langsam läuft, aber die FPS sind bei 300. Ich habe hier oben rechts eine Anzeige, das seht ihr auch gut. Das zeigt einfach meine momentane FPS. Ihr seht es auf 60 FPS leider nur. Aber es laggt überhaupt nichts in Höhen und trotzdem läuft der Charakter langsamer. Das ist, scheinbar ist es ein Feature, scheinbar ist es aber auch ein Performance-Problem. Das ist natürlich jetzt nicht immer so toll. Also wenn euch diese Anzeige rechts oben nervt, dann mache ich sie natürlich gerne aus. Aber ich finde, irgendwie die Anzeige geht noch in Ordnung. Sie ist halt grün. Also ich finde es noch relativ schön.
dass ihr seht, dass ich natürlich genügend gute Performance in den Spielen habe. Weil manchmal, ja, ich weiß es nicht. Ist halt OBS, also ich bin noch nie so begeistert gewesen von diesem Aufnahmeprogramm. Ich kenne schon Nvidia, Shadowplay oder so, wie es heißt, machen, bringen, so aufnehmen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt gerade ja, so ausführbar ist, weil da muss man ja den Ordner nochmals wählen. Und irgendwelche Tastenkombinationen oder so, da muss man noch viel einstellen. Ja, ist ein bisschen schade, weil natürlich das auch von der Grafikkarte läuft und nicht über die CPU. Ja, eben in diesem Spiel ist der CPU eigentlich relativ leise als der Lüfter von der CPU. Aber so ein Path of Exile raucht er schon fast, weil das ist wirklich schlecht optimiert, das Spiel. Path of Exile ist langsam ein bisschen zu befordert für die Engine. Und frisst dann natürlich sehr viel CPU. Naja. Es wäre schon mal optimal, wirklich auch mal das für die Livestream oder so zu machen. Aber die Game Designer machen das natürlich nicht gerade so gerne. Keine Ahnung. Ja, man braucht zwei Grafikkarten. Ich muss eine zweite Grafikkarte immer mal holen. Und ihr wisst, dass das heißt, ja, ich brauche viele Spenden. Ich bin so ein armer Schlucker, ich kann mir momentan keine Grafikkarte mehr leisten. Okay, Bewegungsgeschwindigkeit. Geschicklichkeit, Leben. Ich würde die jetzt sogar priorisieren, wenn ich noch mehr Bewegungsgeschwindigkeit habe. Ja, die besser und sieht auch cool aus. Oder? Oh, sexy Baby. Sagt nicht, wie es aussieht. Sieht aus wie eine Sadomaso. Mehr sage ich nicht. Ich glaube, mal Sadomaso sagt man, darf man sogar schon nichts mehr sagen. Ich habe es trotzdem gesagt, ich mache ja keine Werbung. Ich finde, Leute, die keine Werbung machen, dürfen auch nicht bestraft werden. Nee. Bei mir schauen sowieso immer so ungefähr zwischen 24 bis 35, also 24 bis 34. Jährige zu. Ich bin ja auch 34. Da darf ich die Sachen natürlich sagen. Kein Problem. Jüngere, die sind dann selber schuld, wenn sie das hören. Nee, überhaupt nicht. Also solche bösen Wörter, die kennen sowieso schon Dreijährige, also bitte. Halte ein! Da muss man sich Wir nicht haben hier halten. Einen Riesenlimos gefangen. Bleib weg! Die Sache ist, wir wissen nicht, was wir damit tun sollen. Nachdem wir gesehen haben, was es mit Leagros angestellt hat. Okay. Hallo. Ja, wir sind ohne Angst. Lebensfresser. Ja, der tötet mich. Das Spiel hat es in sich, ja, der Schwierigkeitsgrad. So mit meiner Skillung momentan recht hoch. Du, wie hast du das gemacht? Als du hineingingst, da hatte ich erwartet, der Limos würde... Ich entschuldige mich, edler Krieger. Ich hatte dich falsch eingeschätzt und gedacht, du wärst ein gewöhnlicher Reisender. Na, sehe ich so aus. Wir haben einen Spähtrupp in die Sümpfe Athens geschickt. Er ist noch nicht zurückgekehrt. Ich habe keine Ahnung, was die Männer aufgehalten haben könnten. Okay. Usain Bolt. Hoppla. Nein, nicht gibt. Aber es ist doch praktisch, so herumlaufen zu können und die Minions töten die Gegner. Weil die gehen immer auf mich. Die Gegner gehen immer auf mich. Dann laufen sie mir hinterher und sie werden von den Wölfen zerfleischt. Ist doch schon besser, solange sie nicht sterben. Ja, du hast Schaden bekommen. Sehr viele Schmuck. Okay. Droppen. Das
gibt sehr viel Geld. So, besiegen wir die Hydra kurz. Leider nur in Episch und Legendary. ein bisschen schade, ich hätte schon gerne die Hydra jetzt herausgefolgt. Naja, geht leider noch nicht. Ist ein recht großer, ja, dreiköpfiger Drache, sagen wir so. Und der macht schon viel Schaden. Also, da müsst ihr aufpassen. Also wahrscheinlich Episch Akt 1 noch nicht herausfordern, heißt Episch Akt 3 oder so dann herausfordern. Je nachdem, können die ihn aber schon besiegen. Ich glaube, so ein Minion-Bait schafft ihn schon. Aber jetzt momentan bin ich so wild auf die Teile gegangen, da bin ich ja noch nicht stark, also die Minions sind noch nicht stark. So. Sümpfe. Da sind sie, hallo. Sei gegrüßt, du da. Ein menschliches Gesicht kommt den geplagten Augen in Sicht. Ich bin sicher, unser Hauptmann glaubt, dass wir es nicht geschafft hätten. Uns geht es gut, wir haben uns lediglich verlaufen. Du da, du da. Du da, du da. Jetzt kommen wir dann zum Friedhof, der verpassen viele. Das ist ein seitlicher Friedhof. Und da gibt es ein Gebiet, da habe ich oft Gegenstände gefunden. Viele vergessen aber, das dort zu farmen dann. In späteren Akt, also in späteren Schwierigkeitsgraden. Und ich werde den einfach jetzt nochmal machen nach dem Part. Ich hatte schon Angst, sie hätten dort Probleme bekommen. Und dann sehen wir uns dann ja wieder vor Athen. Zeigt es leider nicht mehr bis nach Athen. Aber eventuell werde ich einfach bis Athen laufen. Ja, da gibt es aber noch einen Questgegner davon. Ein Questgeber. Kennt ihn wahrscheinlich schon. Also ja. Ihr habt ja die vorherigen Parts gesehen wahrscheinlich. Und er kam schon vor. Er hat gesagt, er geht nach Athen. Ja, und mit dem müssen wir dann auch noch reden. Also ich werde einfach fast bis zu ihm fahren und danach ja, im nächsten Part einfach von hier irgendwo, wo ich bände, dann wieder starten. Da sind die Gegner bis dort halt wieder da. Aber einfach, dass wir ein bisschen vor Gegenstände haben. Aber viele Gegenstände werde ich wahrscheinlich nicht finden. Also die Drop-Chance ist jetzt nicht so hoch, scheinbar. Mal schauen, welche Items ich dann wieder habe. Wie am Anfang dieses Part, das habe ich ja auch die Items gezeigt, sind auch sehr wenige gewesen. Zwei Todesschwebe-Beinstöße zum Beispiel. Die sind relativ gut für Assassinen, aber ja, sie gehen jetzt nicht immer so schnell auf Gift und deshalb habe ich die nie benutzt, die Assassinen. Aber Gift hat irgendwie so einen negativen Einfluss bekommen. Es gibt irgendwelche Gegner, die immun wurden in Legendary. Und deshalb möchte ich jetzt den eigentlich auch gar nicht spielen, so einen Assassinen. Aber ich liebe so schnelle Builds. Gut, jetzt gehen wir noch kurz hier rüber. Genau, Begräbnishöhle, nicht Friedhof. Ja, sieht schon aus wie ein Friedhof natürlich. Ist ja auch ein Friedhof. Okay, ein großer Zombie-Hauptmann. Okay, ich finde ihn noch. Ein. So, Herakles Sexual. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir alles brauchen. Aber ich möchte so ein Ding auch machen. Also bleiche Mona auf jeden Fall für den anderen Bild.
uns ein Sternchen geben. Er hat doch ein Sternchen auf dem Kopf. Ist doch wahr, oder? Okay, weit besiegt. Uiuiui, der war schnell und hat uns geslopt. Nicht schlecht. Was die haben, sind sie. Gut, dann. Ja, jetzt haben wir leider auch zu wenig Mana. Können den Kuhl da nicht holen, den Terrakotta-Krieger. Okay. Symbol. Also hier gibt es irgendwo eine Höhle. Dann können wir noch suchen, den Eingang. Außer also eigentlich nur Gräber drin. Das ist jetzt nicht so umfangreiche Dungeon oder so. Ich würde gerne richtig umfangreiche Dungeons machen in diesem Spiel. Da muss ich eben noch lernen, wie das geht mit den Motten. Ja gut. Hätte ich dann sicher mal können. Ich bin ja schnell im Lernen, aber ja. Auch dann langsam im Entwickeln, wenn ich so wenig Zeit habe. Weil, ja. Man hat immer ein bisschen derjenige, der halt wirklich auch die Sachen gut machen will, bevor er irgendwas macht, oder? Jetzt nicht unbedingt derjenige, der sagt, ja, ich kann modden, obwohl er noch nicht modden kann. Ja, es gibt viele Modder, die einfach irgendwelchen Blödsinn dann modden. Also beim Minecraft und Skyrim gibt es viele blöde Mods. Jo. So, Gott, so wurde kurz raus. Oh, nochmal bleicher Mond, okay. Einen können wir verkaufen, den müssen wir nur einmal herstellen. Wo wollen die denn hin? Wieso sind die dann hier runtergegangen? Keine Ahnung. Ja, vor allem Magier, also die haben wenig Resistenzen in diesem Akt noch. Bekommen erst später viel Resistenzen und deshalb sterben sie oft in so Magieangriffen. Die armen Minions. Da oben ist die Höhle, sehr gut. Ja, und der Zauberstab ist viel zu langsam, bis der endlich mal castet. Kann leider nicht gut angreifen. Ja, und der Heilzauber ist nur Level 1 natürlich. So, der Lärm. Also. Da ist der Pimpel. Kurz reinschauen können wir noch. Aber die Videos gehen halt einfach manchmal zu lange, bis sie hochgeladen wurden. Vor allem die Verarbeitung geht manchmal elend lange, weil irgendwie ein YouTube-Bug ist. Also jetzt zum Beispiel das Passive Exile-Video, das ist jetzt immer noch nicht verarbeitet, obwohl ich das schon anfangs Nachmittag hochgeladen habe. Und jetzt ist 12.21 Uhr, also ein neuer Tag. Das Video ist immer noch nicht auf 10, also 1080p, 60fps verfügbar. Nicht, wieso ich auf 10 gekommen bin mit der Zeit. Geht weg, ihr blöden Zombie, bestimmt. Ja, der eine ist schon gestorben. Dieses Gift. Oh. Okay, wir müssen uns kurz zurückziehen. Okay, er ist auch gestorben. So ein Mist. Ja, manche Zauber sind schon viel zu stark. Das Balancing ist nicht so da. Also eventuell kann es auch sein, dass ich auf den anderen Charakter switch. Ich werde aber mit Sturm anfangen, nicht mit Defensiv. Ja, ich werde mit Sturm anfangen.
Und dann mal schauen. Also ja, er wird kein AOE haben. Das ist das größte Problem. Ich mag es nicht so. Er wird mit Schild wahrscheinlich angreifen. Aber ja, dann kann ja Melny auch nicht gerade so gut angreifen. Oder geht das mit diesen Schild-Attacken? Muss es dann mal schauen. Einfach testen. Oder Traum. Aber Traum hat jetzt zum Beispiel nichts mit... doch, ein Angriff hatte mit Nahkampf bzw. Sag schon. Magie halt. Oder Pro, glaube ich, auch erst all dritter Schlag oder so. Ich weiß nicht. Okay, der Tempel ist durch. Wir haben 51 Minuten 17. Gut. Kurz schauen. Ja, er ist fertig. So. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann ja, weiter hier mit ein bisschen einem höheren Charakter. Ich werde wahrscheinlich das freischalten können natürlich und hier zerschmettern mal ein bisschen ausprobieren, wie stark er ist. Sonst gehe ich hier eigentlich auf Natur und hole mir noch ein paar Level hier, die silvanische Nymphe. Die kann nämlich auch nochmal heilen. Gut, dann danke und... Tschüss, gute Nacht oder guten Tag. Auf Wiedersehen.